Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Bei einem Lugerät. Der letzte ist die Gruppe. Schauen wir mal. Bisschen zu viel Hype, bisschen zu viel Panik. Die sind überall, die Leute sollen echt mal chillen. Schauen wir mal. Mein Gott, wir schaffen den nicht. Hey, was geht ab, Leute? Hunger. Eigentlich habe ich die Begrüßung schon am Anfang vom Video gemacht. Es ist der nächste Tag. Ich habe fleißig gefarmt, mehr dazu demnächst. Und ich gebe euch mal einen kleinen Spoiler. Ich habe 2,2 Millionen gestern gemacht. Richtig krass das Event. Und es geht immer noch weiter. Also man verbraucht die Bonbons gar nicht. Die werden immer mehr. Das ist zu krass. Zum Beispiel bei Taubsi. Shoutout an Spieletrend. Wenn man mit Sananaberge ein Taubsi fängt, es dann entwickelt und dann verschickt, hat man am Ende immer noch mehr Taubsi-Bonbons als davor, also das ist zu krass. Aber heute reden wir über die Raids, über die legendären paar Sachen. Erstmal, wieso habe ich da Gelaxo gehabt? Das war voll der Fail. Und zwar hat das Spiel halt so hart gelaggt, dass ich keinen Bock auf die Auswahl hatte und dann einfach das genommen hatte, was der mir vorgeschlagen hatte. Also allgemein das Spiel gestern sehr oft gelaggt und sehr, sehr oft abgestürzt. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so der Fall war, aber bei sehr vielen, bei allen eigentlich hier bei mir. Ständig abgestürzt, was halt richtig nervig ist, wenn man den hier hatte. Oder, also bei dem geht es ein bisschen schneller, aber vor allem bei dem hier, finde ich, war das richtig nervig. Aber ich habe den zum Glück nicht verwendet. Aber der Kollege, das war die eine Sache. Ich lasse den ganzen Raid, glaube ich, jetzt mal hier einblenden. Während wir über die Raids reden. Raids auch überraschenderweise jetzt ohne Eier. Also die tauchen jetzt einfach so direkt auf. 7 Uhr, die ersten Raid-Bosse. Die bleiben jetzt 2 Stunden dafür. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur in den 48 Stunden jetzt so ist oder halt ab jetzt für immer, ohne diese Ei-Periode. Was eigentlich ziemlich nervig ist, weil jetzt sind die Arenen für 2 Stunden blockiert. Ich habe gestern alle Arenen verloren, wollte jetzt heute früh, bevor ich anfange zum Farm zu gehen, ein paar Arenen machen. Geht nicht, weil alle blockiert sind und das für 2 Stunden. Das ist echt nervig. Zweite Sache, das mit den 48 Stunden. Keiner weiß, ob die legendären Lugia und Arktos nur für diese 48 Stunden verfügbar sind oder länger. Ich eigentlich denke länger, dementsprechend habe ich mich jetzt auch nicht so hart auf die fokussiert und die gejagt. Heute, ja auf jeden Fall heute, lade ich noch 2 Videos hoch, also 1 oder 2, ich weiß nicht, ob ich die zusammenfüge, auf jeden Fall ein Arktos, den ich geschafft habe. Also wer weiß, ob ich ihn gefangen habe, ich will nichts verraten, aber auf jeden Fall, dass ich ihm wenigstens begegnet bin. Genau dasselbe dann noch mit Lugia, also keine Angst, ich habe es dann doch noch geschafft, also da nicht, aber
bei einem anderen Raid, also der war echt answer fail. Raid Pass verloren. Obwohl wir waren 13 Leute. Okay, die meisten waren relativ schwach unter Level 30 oder gerade mal so 30. Aber das bringt mich auch zum nächsten und zum Hauptpunkt eigentlich. Was macht ihr Dorfspieler? Wir waren relativ viele. Okay, die waren jetzt nicht so high level. Aber im Dorf sieht es, denke ich mal, auch nicht viel anders aus. Da sind es wahrscheinlich noch weniger Leute. Level-Durchschnitt müsste ungefähr so gleich sein. Und wir haben es nicht gepackt. Also in der Stadt ist es kein Problem. Die anderen waren natürlich wieder die ganze Zeit auf Raid-Tour. Da waren bis zu 100 Leute beim Legendären. Also da war es kein Problem. Aber ich habe schon in den Kommentaren vom Video gestern mitbekommen, dass da einige geleitet haben. Ich weiß, die Vergangenheit ist eigentlich gelitten, aber geleitet ist so ein Insider-Joke. Viele von euch haben geschrieben, dass sie die Legendären geschafft haben, gefangen haben. Viele auch nicht, dass sie geflohen sind. Die haben echt eine hohe Fliehrate, also ich habe da echt ein paar leidende Gesichter gesehen. Und die Statistik, also von den Leuten zum Beispiel, die auf Tour waren, sieht nicht sehr gut aus. Also unter 50% auf jeden Fall. So 3 von 10, 4 von 11 oder so. Also schon echt krass. Also da sind auf jeden Fall eine Menge Leiden vorprogrammiert. Aber wie gesagt, echt keine Ahnung, wie die Dorfspieler das machen wollen. Falls ihr Dorfspieler seid, schreibt unten in die Kommentare, ob ihr leidet, ob ihr genug Leute zusammenbekommt, ob Lugia zu stark ist. Also Arktos ist auf jeden Fall machbar. 7-8 Leute, kein Problem. Was heißt kein Problem? Also die müssen schon auch top sein, aber würde mich echt interessieren. Und die zweite Sache ist halt, viel zu viele Raids wieder. Also die sind echt überall, die spawnen so oft, fast wie Taubsies, wenn die einem hinterhergeschmissen. Das Wort legendär total seine Bedeutung verloren, also ich weiß nicht, was ihr davon haltet, aber ich bin so echt gar nicht der Fan davon. Also die haben so schnell ihren Wert verloren und wurden so hart abgenutzt. Also wir haben dann am Bordeaux-Platz gefarmt und dann kamen schon die ersten Kommentare, nee, für Arktos stehe ich nicht mal mehr auf. So, gebt euch mal, Arktos, ein legendäres, worauf wir ein Jahr gewartet haben. Am ersten Tag ist er bereits wertlos und nutzlos, also nicht wertlos und nutzlos, aber bereits am ersten Tag haben Leute nicht mal die Motivation, die Lust, für einen Arktos aufzustehen. Inklusive mir, also. Ich habe einen. Oh, jetzt habe ich es gespoilert, sorry. Ich habe einen. Das seht ihr später noch. Und das reicht mir erstmal, also. Ich hatte echt keine Lust, für noch einen weiteren aufzustehen. Pokédex reicht mir. Das Einzige, was mich noch interessieren würde, ihr wisst es natürlich, 100% Arktos. Aber das kann ich nicht kontrollieren, also. Da werde ich, falls die noch da bleiben, im Verlauf der Zeit, weitere Raids machen und dann irgendwann hoffentlich mal einen bekommen, aber selbst die sind relativ häufig, also ich habe schon so viele Kommentare von Freunden, von euch bekommen, 100% Arktos, 100% Lugia, auch ein paar Leute, die direkt bei den Raids mit dabei waren später, werdet ihr auch sehen, 100% Arktos, 100% Lugia, 98% Lugia, all das, also die werden echt rausgehauen wie was weiß ich, also ich weiß nicht, ich bin echt nicht so der Fan davon, dass die so hart rausgehauen werden, aber ich weiß nicht, was die geplant haben. Vielleicht sind echt nach den 48 Stunden die Legendären wieder weg, also ich glaube es zwar echt nicht, also ich kann es mir echt gar nicht vorstellen, aber wer weiß, was Niantic da geplant hat, die Verrückten. Obwohl, ich kann es mir eigentlich doch vorstellen, weil ich kann es mir so vorstellen, dass die es halt echt nur zu bestimmten Events immer wieder bringen, für kurze Zeitperioden und dann halt in der Zwischenzeit gar nicht und dann wieder, also doch, das könnte ich mir eigentlich doch vorstellen, also. Aber keine Ahnung, schreibt unten in die Kommentare, ob ihr denkt, dass die jetzt echt nur die 48 Stunden da bleiben. Und danach zum Beispiel reduziert, seltener auftauchen. Und dann schreibt auch unten in die Kommentare, wie ihr es findet, dass sie halt so auch häufig sind. Findet ihr auch, dass sie einen gewissen Reiz verloren haben? Ich meine, die heißen legendär und so wie die rausgehauen werden, ist es echt nicht legendär. Schreibt das alles unten in die Kommentare. Und natürlich könnt ihr weiter spammen, wie viele ihr schon gefangen habt, ob ihr welche gefangen habt, welche euch abgehauen sind. Schreibt das alles unten in die Kommentare. Ansonsten will mal liken, subscriben, kommentieren. Checkt gerne, wie es so ab. Ich werde später noch einen Arktos Raid und einen Lugia Raid hochladen. Vielleicht beides zusammen, kommt drauf an, wie lang die sind. Und ansonsten, folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht, Pokémon ist Serious Business.